Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Deus Ex Human Revolution. Und jetzt will mir die Malik irgendeine Überraschung zeigen, geben, machen, bereiten. Hoffentlich, naja, ich sag jetzt nichts. Hallo, Malik? Jensen. Malik. Nehmen Sie erstmal das. Ich wollte es eigentlich selbst benutzen, aber nach allem, was Sie getan haben, haben Sie es mehr verdient. Und was werden Sie jetzt tun? Ich kümmere mich noch um ein paar lose Enden und sorge dafür, dass der Autopsiebericht bei den richtigen Leuten landet. Diesmal werden sich die Hongs nicht freikaufen können. Lees Geständnis ist eindeutig. Zusammen mit den Beweisen der Autopsie kann er sich einer Anklage nicht entziehen. Die Gerechtigkeit wird sie. Ja, die Gerechtigkeit. Oh, das wird sie, in der Tat. Bleiben Sie doch noch ein Weilchen hier. Ich habe eine kleine Überraschung für unseren Freund Lee. Haben Sie den Hive im Blick? Gleich ist Showtime. Ja. Zwei. Moment. Jetzt machen wir erstmal die Augmentierung. Jetzt machen wir, was gibt's denn hier? Lautlos gehen und laufen, aber das muss man aktivieren. Schneller sprinten? Go. Delta. Malik. Einfach nur zusehen. Scheiße, Mann, ich weiß es nicht. Evelyn, diese blöde Schlampe. Sie hätte mich ruiniert. Malik, erinnern Sie mich daran, sie niemals zu verärgern. Nach allem, was Sie hier für Evelyn getan haben und für mich, müssten Sie sich da schon ziemlich anstrengen, Mister. Wow. Jetzt macht's ihn fertig, oder was? Gut, aber das will ich jetzt nicht länger mit anschauen. Ich möchte jetzt in das Huaha Hotel. Okay. Einmal nach da. Jetzt sprinte ich schneller, merke ich gar nicht. Genau. So. Einfach nur nach oben, ne? War das hier, glaube ich. Wie kommt man hier hoch? Da? Ja, ist ja schon recht. Ist ja schon recht. Alles wieder gut. Ah, noch eins höher. Hey! Haben Sie sich um Chen gekümmert? Freilich. Ich habe die Drogen deponiert. Chen liegt bewusstlos in seinem Apartment. Ihr Freund dürfte bei seiner Verhaftung keine Probleme haben. Ich rufe ihn sofort an. Danke. Freut mich, dass ich helfen konnte. Sie haben uns gerettet, Mr. Jensen. Was Sie für uns getan haben, lässt sich mit keinem Geld der Welt bezahlen. Aber hier ist Ihre Belohnung. Ich hoffe, Sie sind damit zufrieden. Hast du dich jetzt gerade ausgezogen? Welch? Ah nein, yeah. 2000 Credits. Okay. Bist du mei? Habe ich schon wieder irgendwie so eine Augmentierung? Au! Schön. Zielstabilisator, was sind das? 2. Nee. Was haben wir denn hier? Habe ich. Was gibt's denn da? Durch Wände sehen. Nee. Schockgranaten. Was ist das? Nee. Fallschirmwimbe, nee. Das kostet alles zu viel. Das hatte ich schon. Was haben wir hier? Vorübergehend. Unsichtbar! Was ist das? Energiezellen. Nö. 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 Ach, hier, genau, jetzt machen wir das erste Mal. Hacker, das ist der Superhacker. Gut.
So, jetzt haben wir aber im Prinzip alles fertig. Jetzt müssen wir nur noch dahin gucken. Zur Hauptquest endlich. Können wir wieder übergehen. Zum Aufdecken. Wo zur Hölle komme ich her? Meter. Oh Gott. Hinfort. Ah, da bin ich da schon mal. Nein. Ach, weil ich... Alle ab. Macht er nicht. Dann alle ab. Alle ab. So. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit. Das Taya-Projekt. Die gemeinsame globale Anstrengung zur Heilung unserer Welt. Tai Jung Medical Shuttle Station. Okay. Wir müssen als Lithius aktiv werden. Keine Ahnung, was ich hier tue. Zug fahren. Bereit. War alles abgeschlossen. Genau, das war ja das. Da bin ich ja dann nochmal umgekehrt. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Malik, gibt's schon was Neues von Pritchard? Ich bin hier, Jensen. Und vor mir liegt der Gebäudeplan von Tai Jung Medical. Wunderbar. Ich brauche Zugang zu einem Sicherheitsterminal im Upper City Turm. Ihnen ist aber schon klar, dass zwischen Ihnen und dem Turm eine ganze Skyline liegt, oder? Ich weiß, das Pango. Irgendeine Idee, wie ich hinkomme? Sie sollten erstmal nach oben gehen. Nach oben gehen. Okay. Das war wieder einer dieser hilfreichen Hinweise. Okay, ich glaube, ich darf hier nicht sein, oder? Und da ist ja niemand. Wenn jemand da sein sollte, schieße ich mir einfach den Weg frei. Wow. What the? Was zur Hölle war das? Puh. Also dieses Hacken braucht man sehr häufig. Zugriff gewährt. Gott. Ich gehe einfach mal aufrecht. Stina! Hilfe! Bitte, ich brauche Hilfe! Der Regulator. Er hatte einen Kurzschluss. Giftiges Gas tritt aus. Wollte zum... Aber ich stecke hier fest. Ich kann nicht. Lass das Gestammel. Was soll ich tun? Da ist ein Ventil. Im Raum nebenan. Sie müssen jetzt schließen. Ja klar, mach ich mit. Bitte. Gott sei Dank. Bitte beeilen Sie sich. Ein absolut unschuldigender Mensch. Im Raum nebenan. Hier. Ja, ich beeil mich das sogar schon. Zugriff gewährt. Stehen Sie nicht rum! Und jetzt? Hab ich gemacht? Und, Böschler? Krieg ich jetzt was?
Achso, das muss ich jetzt auch noch wegräumen hier. Damit ich zu dir darf und meine Belohnung abholen kann. Sie haben mir das Leben gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Du kannst mir den Weg sagen. Und wohin? Ich muss zum Turm in Upper Hengshire. Nehmen Sie den Fahrstuhl hinter dem Cryo-Sterilisationsraum. Unautorisiertes Personal hat dort oben allerdings keinen Zutritt. Aber Kim hat heute Wachdienst. Der schuldet mir einen Gefallen. Sagen Sie ihm, Sie kommen von Lee. Ihr heißt ja alle Lee. Sie bestimmt durch. Vielen Dank, mein Freund. Aber das ist doch das Mindeste. Soll ich dich abschießen? Nein. Okay, der Lee. Lee. Irgendwo Fahrstuhl. F5. Weiß, was hier sonst noch so passiert. Was ist denn das? Achso, das ist das Allergleiche. Mhm. Wo zum Teufel wollen Sie hin, Mann? Der Bereich ist abgesperrt. Lieben. Lee hat nicht erwähnt, dass es Probleme geben könnte. Er dachte wohl, Sie erinnern sich an den Gefallen, den Sie ihm schulden und lassen mich rein. Okay. Ich lasse Sie durch, weil ich ihm was schulde. Aber achten Sie auf die Sicherheitssysteme. Wenn Sie entdeckt werden, muss ich Sie ausschalten. Klingt fair. Oder? Ich schalte euch alle aus. Muahaha. Ich erstelle gerade einen Bericht über technische Fehlfunktionen. Wenn Sie eine Fehlfunktion haben, hoffentlich ist der mechanische Arm bis morgen. Ich erstelle gerade einen Bericht über technische Fehlfunktionen. Wollen Sie was melden? Mit dem Endeffektor des mechanischen. Ich würde das gern hacken. Was nicht? Was genau? Wenn ich das wüsste, würde ich es nicht melden. Ich schicke jemanden auf den Wartungssteg, der sich das mal ansieht. Und beschwert ihr euch, wenn ich was hacke? Nein, es interessiert euch nicht. Hervorragend. Zugriff gewährt. Ein Knopf. Ich habe Knöpfle gedrückt. Ich weiß nicht, was ich getan hat. Was ist das? Hacken. Ich hacke alles. Einfach nur noch hacken. So, wir müssen dahin. Kann nicht schaden, wenn wir irgendwas mitnehmen. Zugriff gewährt. Hey, gehst du auf? Zeitung. Sicherheitssysteme werden mich nie finden. Muah. Da ist jetzt aber rot. Warum leuchtet es da rot? Achso, weil das gesperrt ist hier durch. Aber da ist es grün. Perfekt. Perfekt. Ich schleiche lieber. Ab in den Schleichmodus. Aha. Ui, was war das? Munitionskapazitätsupgrade. Das kann ich doch bestimmt wieder mit meiner Pistole irgendwie. Da. Ja! Meine Pistole. Die Hammerpistole. Wahrscheinlich darf man nur ein einziges Upgrade machen. Aber das ist mir egal. Was ist hier? Fall Hazard Keep Out. Mir wurscht. Doch, hier zuckt sie ihn ganz schön tief, ne? Ist ja keine Leiter. Kann ich, sterbe ich da? Oder, ich meine, ich will das haben? Okay, ich sterbe. Ich sterbe. Wow. Das ging ja schnell. Wie komme ich da runter? Ich will da runter. Voll Hazard, ja, das ist ganz toll.
Was hat es jetzt gebracht, hier zu sein? Nichts. Absolut nichts. Jetzt darf ich das wieder zurückmachen, damit ich da drüben hinkomme, oder? Weil hier ist ja irgendwie nichts. Hab schon verstanden. Oh, aber ich muss hier gar nicht entlang. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber. Wir probieren es mal. Vielleicht kommt man da irgendwo anderes Tolles hin. Wer baut denn eigentlich so einen Mist? Ja? So eine Schwenkbrücke da. Was hat denn die für einen Sinn? Warum baut man nicht zwei? Aha. Ein PDA. Das Pumpenraum Ende letzte Woche. Aha, okay. Mir da wurscht, ich hack doch eh alles. Okay, also ich muss da rüber, beziehungsweise... Technische Fehlfunktion. Wollen Sie was melden? Ja. Aha. Melden. Ich schicke jemanden auf den Wagen. Okay. Jetzt muss ich Obacht geben wegen dem Sicherheitssystem. Plum, plum, plumpe, plumpe, plumpe Room. Okay. Naja, einmal hacken bitte. Na. So. Zugriff gewährt. Yay. Speichern. Okay, hier ist keiner. Was ist denn das? MP-Granate, braucht ja kein Mensch. Okay, aber hier ist nichts. Mal wieder absolut nichts. Also, ich muss da runter. Bin ich mal gespannt. Gehen wir mal hier entlang. Da ist ein Scanner. Okay. Was liegt denn da blinkend oben drauf? Oh, ach so, da gibt es bewaffnete Gegner. Uiuiui. Schnell hier hinter. Da kommt einer. Soll man einfach totschießen? Yeah. Verdammt, er erkennt die Leichen. Oh. Oh. Ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so gut. Der erkennt die Leichen.
Oh Mann. Oh, ist das ein Roboter? Böses Roboter. Ich will das kaputt schießen. Ja, ja, das habt ihr, ich weiß schon, das habt ihr wieder gehört, ne? Oh, oh, gehst du weg. Gehst du? Pfui. Hinfort. Genau, geht er mal einfach wieder weg. Das ist ja cool, dass man das auch einfach kaputt schießen kann, das wusste ich nicht. Im Gegensatz zu den Robotern, die man natürlich nicht kaputt schießen kann. Moment, kann ich da... Oh! So. Oh, Moment, nicht, dass die... Dass sie mich da erkennen. So, schön zurückfahren. Schön zurück. Nein, nicht in meine Richtung. Zurück, zurück. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay. Hätte ich eigentlich da drüber... Ich will da gar nicht durch, aber... wieder an seiner Standardposition. Oder? Oh nein! Oh nein, 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 nein! Geh weg! Geh weg! Okay. Go! Schaffe ich. Go, 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 go. Ah. Phew. Oh mein Gott. Durch Wände sehen wir jetzt cool. Oh, da kommt er. Soll ich jetzt vorbei? Nein. Besser nicht, oder? Kann ich die eigentlich manipulieren irgendwie? Kann ich die auseinandernehmen? Ah, jetzt ist der Alarm ausgegangen. Ich will wissen, ob ich da irgendwas tun kann. Bei dem. Okay, wo muss ich hin? Da drüber. 38 Meter. Oh Gott, das ist doch gar nicht mehr weit. Aber wenn ich jetzt einfach vorbei husch. Und jetzt hier entlang gehe. Da ist wieder eine. Oh, nein, nein, nein. Bleibst du stehen. Aus, 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 aus. Genau. Hinfort. Komm, go. Hui. Böse Maschinen. Ich geh mir da mal hin und mach das mal. Hacken! Okay.
Zugriff gewährt. Yeah. Was habe ich jetzt inaktiviert? Ich muss... keine Ahnung. Jetzt wird es irgendjemand interessieren. Das da vielleicht, hä? Okay. Aber hier ist nichts. Nee, rein gar nichts. Okay. Aha! Verarscherliste, oder was? Nimm mal den leichtesten Weg. Ja, das war so klar. Zugriff gewährt. Okay. Hat gereicht. Toll. Ganz toll. Okay, aber ich bin richtig. Richard, ich bin in einem Aufzug, der mich zum Pengu bringt. Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, von denen ich wissen sollte? Es dürfte keine größeren Probleme geben. Das Pengu dient hauptsächlich zur Wartung und als Lager. Suchen Sie nach einem zweiten Aufzug, wenn Sie dort sind. Er bringt Sie direkt in den Turm. Yay! Wenn der sagt, keine weiteren Probleme, dann wird es bestimmt ganz schlimm. Ich würde sagen, wir hacken uns hier erstmal überall rein. Das kann man einfach aufmachen. Und da wird man schon wieder vollgestopft mit Munition. Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Aha, das darf ich also schon mal hacken. Okay. Das heißt hier minus 2. 0% Entdeckung. Ich verstehe das Prinzip noch nicht so ganz. Und was ist das da für ein Virus-Dings? Nein. Zugriff gewährt. Will ich wissen, wo es da? Naja, doch. Will ich natürlich wissen. Okay. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich schon, hä? Sind hier alles im Weg? Verdammt nochmal. Update, schlechter Griff. Bitte? Was soll das heißen? Habt ihr Zeit für diese schönen Sehenswürdigkeiten hier? Okay, da ist der zweite Aufzug. Will ich da? Naja. Wow. Da drüben. Da sind sie alle. Töt sie. Was ist das? Moment.
Haha. Es war so klar. Gut. Das ist quasi gleich mein Versteck, oder? Jensen, was genau suchen Sie eigentlich? Eine Überwachungsaufnahme. Van Bruggen hat gesagt, er hätte sie irgendwo auf einem Server gespeichert. Er hat bestimmt den Datenkernraum gemeint. Höchste Sicherheitsstufe. Einige Stockwerke über der Stelle, wo sie den Aufzug verlassen. Aber die ersten Gänge sind noch öffentlich zugänglich. Sie sollten also ihre Waffen wegstecken. Okay. Verstanden. Habe ich. Hervorragend. Da darf ich rein. Dann tun wir das. Safety Zone. Hi. Sie müssen einer von denen sein, die gerade befördert wurden. Physisch augmentierte Arbeiter wie Sie findet man normalerweise im Cryolager. Darf ich hier unteren Teil des Gebäudes hacken? Ich will hacken. Go. 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 Dann machen wir hier noch weiter. Und das da. Und das da. Und das da. Zugriff gewährt. Yay! Inaktiv. Den Alarmstatus auf inaktiv gesetzt, wenn das kein cleverer Schachzug war. Das ist inakzeptabel. Ich muss sofort ins Li Jin Labor. Ja, ich weiß, dass ich meinen Zugangspass verloren habe. Aber es ist verdammt nochmal Ihre Aufgabe, mir schnellstmöglich einen neuen zu besorgen. Ich habe wichtige Termine einzuhalten. Seid ihr? Ich weiß ja nicht, ob Sie Pass verloren. Zugangspass verloren ich bin sicher, Sie haben Anweisungen, die Wissenschaftler... Ich hab also Hi. Okay. Gehörst du zu einem neuen Projekt? Ich dachte, die optimieren nur die Chips. Ja, und als ich so an dem Automaten rüttle, gibt das verdammte... Als ich so an dem Automaten... Oh, da ist ein Security-Bot drin. Kommt der raus, wenn ich da jetzt... F5. Ich darf sie nicht reinlassen. Zutritt zum Labor nur mit Li Jin Zugangspass. Mist, der muss noch auf dem Schreibtisch liegen. Bin gleich wieder da. Okay. Schon verstanden. Da könnten wir rein. Da könnten wir rein, theoretisch rein. Aber ihr steht natürlich davor wie so Schosshündchen. Die wird dann nichts zulassen. Puff. Mhm, da könnte ich hacken. Hier darf ich sogar ausnahmsweise mal rein. Aha! Yeah! Mein Zugangspass! Ich habe meinen Zugangspass. Oh. Okay. Ich darf das nicht. Schnellspeicherung annehmen. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, ich darf da einfach rein. Offensichtlich nicht. Ja, und als ich so an dem Automaten rüttle, kippt das verdammte Ding um. Oh, scheiße. Du sagst es. Okay. Mal darüber. Machen wir das ganze Spielchen halt nochmal. Okay, und zurück. Schnell wieder weg. Schnell wieder Blitz. So, einmal speichern. Sehr schön. Und da darf ich jetzt durch? Ich darf Sie nicht reinlassen. Zutritt zum Labor nur mit dem Zugangspass.
Kein Problem. Hier ist er. Scheint okay zu sein. Tut mir leid wegen der Umstände, aber da drin finden offensichtlich ziemlich wichtige Dinge statt. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie machen gute Arbeit, Soldat. Yeah. Okay. F5. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Ciao.